Hallo miteinander und willkommen zu einem neuen Let's Play hier beim MJ auf dem Kanal. Und wir machen das Ganze neu, ja jetzt, auch Let's Plays in Schweizerdeutsch. Ja, und was spielen wir heute? Wir spielen heute genau das Spiel hier hin, nämlich Foundation. Foundation ist im Early Access rausgekommen am 1. Februar und ich sage mal so, es ist so ein typisches Siedler-Feeling. Siedler-Feeling von früher kommt da auf. Es ist ein rasterfreies Aufbauspiel, wo man muss sein Dorf managen und weiterentwickeln, wie früher halt bei Siedler. Und es ist auch noch ein bisschen auf, wie sagt man, auf, also es ist aufgebaut auf so auf diesen Monument, wie man jetzt hier im Hintergrund sieht. Da oben. Das Schloss, das ist alles, das kann man selber so designen. Es hat einfach so Grundsachen, Grundelemente, wo man kann verwenden für das. Und das ist extrem cool. Und ja, es ist ein super Spiel. Darum, ich glaube, wir werden das jetzt ein bisschen vermehrt spielen auf meinem YouTube-Kanal. Weil ab und zu muss es auch ein bisschen etwas anderes sein. Nicht immer nur Schiessen, Ballern und Division 2 oder so. Und vielleicht tun wir das auch mal auf einem Livestream noch anschauen. Aber hauptsächlich ist es geplant als Let's Play auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich würde sagen, wir haben eigentlich soweit alles gesagt. Foundation, wie gesagt, auf Steam im Early Access seit dem 1. Februar. Und ich würde sagen, wir starten mal. So, jetzt haben wir hier auch schön das komplette Spiel. Ich habe es schon umgestellt bereits auf Deutsch. Es gibt auch noch eine komplette Modding-Community, wo man dann da kann wirklich ziemlich sicher extrem abgehen mit den ganzen Mods. Und wir spielen jetzt mal Gleichgewicht normal, ist Start. Und wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können Hügel, Küste, Flussbett, Berg oder Tal. Ich denke, wir starten mal mit Hügel. Ich habe es bis jetzt, kurz mal ein bisschen angespielt, etwa so knapp 2 Stunden. Und kenne jetzt also ein bisschen Grundmechanik, aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit den Hügelkarten. Wie gesagt, es ist Early Access, also das wird noch weiterentwickelt und jetzt sind wir da im Spiel. Und wir haben jetzt da, wie man sieht, es gibt da mehrere so Oktagons sind das, glaube ich, ja, wo man jetzt eigentlich kann starten und anfangen. Wie man sieht, also es gibt so, das ist die ganze Map, wie man sieht, sehr hügelig, sehr cool. Hat jetzt da, glaube ich, nie jetzt irgendeinen Fluss oder so? Nope. Ah, da hinten könnten wir auch anfangen. Yeah. Da könnten wir noch anfangen. Das ist auch sehr hügelig. Aber da haben wir dann gerade nichts so irgendwie anschliessendes. Da oben wäre noch. Also es ist eine sehr hügelige Karte. Aber ich würde sagen, wir starten irgendwo da. Da ist da oben. Das gefällt mir eigentlich schon am besten. Ich würde sagen, wir starten doch da mit dem Gebiet da. Da können wir nachher das Gebiet kaufen. Habe ich bis jetzt noch nie geschafft. Aber wir schauen mal. Also, die Vögel zwitschern und man kann jetzt auch sagen, man sieht, man kann extrem weit reinzoomen und kann das Ganze anschauen. Das sind dann so Früchte, die man kann abernten kann. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Gebiet. So, ihr habt einen neuen Auftrag, baut ein Dorfzentrum. Also, das Dorfzentrum haben wir da oben. So, und das Dorfzentrum, das können wir jetzt da irgendwo bauen. Man könnte das mit der Taste Control, kann man das noch kehren. Und jetzt, ich weiß nicht, ich bin so der Meinung, das Dorfzentrum ist ja immer in der Mitte. Darum würde ich sagen, pflanzen wir das mal da an. So, und jetzt haben wir unsere ersten 8 Einwohner oder 10 oder wie viele das immer sind. Und das Lustige ist, die sind wirklich lustig, die haben... Alle haben Namen. Da haben wir zum Beispiel Hildegard. Dann haben wir da den Robin. Da haben wir den Henry. Die Gwyneth. Und wieder Hildegard.
Ja, und jetzt haben wir da ganz einen Haufen neue Aufträge bekommen, wie man sieht. Wir haben jetzt 8 neue Gebäude freigeschaltet. Und ihr habt einen neuen Auftrag. Erhöht den Rang eurer Dorfbewohner auf bürgerliche. Also da müssen wir ganz einen Haufen Sachen bauen. Und jetzt schauen wir nochmal schnell die Karte anschauen. Ich würde sagen, wir tun es ein bisschen unterteilen. Wir tun in dieser Seite abbauen und auf dieser Seite bauen wir Wohnungen. Also Wohnsachen. Jetzt nehmen wir mal den Holzfäller. Schön so, da so. So. Und jetzt sieht man, der ist jetzt noch nicht gebaut. Das heisst, jetzt müssen wir einen neuen Bauarbeiter zuweisen. Genau. Und jetzt können wir zum Beispiel da unten. Habe ich gesehen, das ist Dorfbewohnerliste. Wir nehmen die mal schnell da in die Mitte. Da sehen wir jetzt alle Dorfbewohner und sind zurzeit alle arbeitslos. So, ich würde nämlich sagen, wir haben extrem viele Frauen. He? Aber wir nehmen jetzt mal den Henry. Den Henry machen wir jetzt da zum Bauarbeiter. Zack. So, der Henry fährt jetzt an. Bauen. Und er tut jetzt eigentlich den Holzfäller tut er jetzt aufstellen. Jetzt macht er da zuerst Platz. Und ist wirklich sehr detailverliebt. Schauen wir mal den Henry. Was macht er jetzt? Und was eben auch cool ist, Siedlerspieler von früher kennen das. Es entstehen dann mit der Zeit, wo es durchlaufen, die Leute, immer, wo sie immer durchlaufen, entstehen Wägli. So, ich würde sagen, wir tun auch mal noch eine Sammlerhütte erstellen. Und die Sammlerhütte, die stellen wir hier hin. Und jetzt nehmen wir hier nochmal einen. Der Antoine. Er ist aus Frankreich zu uns gereist, oder aus Frankreich. Er denkt, ich gehe in die neue Welt und ich will dort ein Bauarbeiter werden. Und vielleicht will ich Bärensammler werden, aber ich will etwas Neues erleben. Jawohl. So, das Holzfällerlager ist fertiggestellt. Und jetzt können wir eigentlich den Henry auch gerade zum Holzfäller machen. Ah, jetzt müssen wir da noch. Genau, jetzt müssen wir natürlich noch den Bereich machen, Abbau. Jetzt haben wir gesagt, komm, wir tun in dieser Hälfte tun wir eigentlich mehr. Dann, jetzt tun wir hier abbauen. So, jetzt tun wir den Bereich festlegen. So. Und jetzt hat er seinen Bereich, wo er Holz abbauen kann. Jetzt am Anfang ist das nicht so tragisch, man hat genug Holz. Aber mit der Zeit müssen wir dann natürlich auch noch wieder aufforsten. Oder? Forsten. So, und jetzt Carla machen wir zu einer Sammlerin. Sie tut jetzt dann hier gerade ändern. Tag, jawohl, jetzt hat sie hier ihr Rucksäckchen. Und sie geht jetzt Beeren sammeln. Schau mal, wie sie motiviert ist, da, Carla. Und Carla tut jetzt eigentlich Beeren sammeln, weil das ist natürlich wichtig für unsere Nahrungskette dann. Jetzt haben wir also den Holzer, dann haben wir Beeren und jetzt brauchen wir noch den Stein. Der Steintyp, ich würde sagen, der bauen wir da gerade irgendwo in der Nähe von dem. Das Steinmetzlager. Und das ist noch cool, dass man immer sieht, wie es am Schluss aussieht. Jetzt würde ich sagen, wir machen das etwa so. So, da. Und jetzt haben wir natürlich immer noch. Jetzt kommen wir da schnell. Also, ich habe mir schon angewöhnt, zum zu schauen, ob die Leute beschäftigt sind oder ob es irgendwie Sachen gibt, die fehlen. Wenn ich jetzt hier gesehen habe, gut, wir haben noch. Der Antoine ist immer noch Bauarbeiter von Beruf, das ist gut. Brunnen gehört natürlich auch noch in die Nähe vom Dorfzentrum, würde ich meinen. Den könnten wir eigentlich hier anstellen. So. Zurzeit ist natürlich jetzt der eben noch im Bau. Wir können natürlich jetzt mal schauen, haben wir noch einen Mensch? Der Robin. Den könnten wir auch noch zum Bauarbeiter machen. Ja, machen wir den auch mal noch zum Bauarbeiter. Weil dann kann er nämlich den Brunnen bauen. Dann haben wir nachher eigentlich so ziemlich
alles, was wir brauchen. Wir haben Beeren zum Essen, wir fällen Holz, wir haben Steine, die wir abbauen, weil da oben sieht man ja dann auch immer, was man braucht. Und was ich jetzt nicht ganz verstanden ist, wir haben jetzt 360 Goldbären. Und jetzt sieht man zum Beispiel, wenn man jetzt hier weiter das Land posten will. Wo haben wir das? Territorien. Oder wenn man jetzt das kaufen will, dann kostet das 500 Goldbären kostet das, oder wenn man jetzt das Land da noch dazu posten will. Aber da haben wir natürlich noch lange nicht, aber gut, wir brauchen sie auch noch nicht. Darum ist das easy. Also es gibt dann später, gibt's auch noch, da haben wir das Budget. Es gibt dann auch noch Handel. Man kann Handel mit anderen Städten Handel mit anderen Städten führen, um auch selber seine Stadt weiter auszubauen. Und ja, es kommen dann da noch einen ganzen Haufen andere Sachen. Man hat jetzt hier einen Markt. Und es kommen einen ganzen Haufen noch Gebäude dazu mit der Zeit, wenn man dann das auch erfüllt für die Gebäude. Jetzt können wir da mal schauen. Er ist immer noch dran. Er braucht jetzt natürlich noch 5 Steine, oder? Und jetzt sehen wir, das ist jetzt fertig. Und jetzt können wir eigentlich den Antoine. Der ist jetzt zwar immer noch gut in Bauarbeit. Wir haben jetzt aber da noch den Antoine. Wir haben da noch den Henry. Moment, jetzt schauen wir da mal schnell schauen. Wir nehmen Hildegard. Hildegard ist arbeitslos und sie wird jetzt Steinmetz. Hildegard hat schon immer Steinmetzin werden. Ist auch ein typischer Frauenberuf. Und darum wird Hildegard jetzt unsere Steinmetzin. So, da sehen wir sie am Arbeiten. Und die Steine werden wir nachher brauchen, um dann den Brunnen fertigzustellen. So, dann müssen wir einen Markt bauen. Baut ein Markt. Und den Markt finde ich extrem cool. Weil wir brauchen jetzt einen neuen, also wir brauchen einen Markt mit einem Mitarbeiter, der Beeren verkauft. Also das heisst, wir brauchen einen Lebensmittelstand. Und den kann man jetzt irgendwo anstellen. Ich würde sagen, wir tun den mal hier hin. So. Dann könnten wir natürlich auch noch ein Zelt bauen drumherum. So. Dann Lebensmittelstandsschild, machen wir auch noch eins an. Ich finde, das gehört einfach dazu. Und dann machen wir noch ein Bänkchen. Da können da die Leute ansitzen. So, und jetzt Bau beginnen. Und jetzt wird das natürlich gebaut. Ich nehme an, das ist der Henry. Nein, das ist der Antoine. He? Antoine tut jetzt hier gerade direkt anfangen. Und baut jetzt den Stand auf. Und nachher können wir hier jemanden rein tun. Und der kann dann im weiteren Verlauf unseren Bewohner Beri und so verkaufen. Ich sehe, die Frauen warten da schon auf ihre Arbeit. Damit sie können posten können. Damit sie können lädeln können. Ja, und jetzt tun wir da mal abwarten. Da hinten sind sie am Holzen nach wie vor. Das ist gut. Beeren sammeln ist auch gut. Und seht ihr, da hat es jetzt schon richtig schön so einen Weg. Eine Strasse hat sich jetzt da gebildet. Wo da natürlich dann schön die Leute können durchlaufen können. So. Ja, der Stand nimmt da schon langsam Gestalt an. Ist noch nicht ganz fertig. Was braucht denn der noch? Klotes. Von wo kommt euch das? Jetzt weiß ich nicht. Können wir mal schauen. Können wir denn schon jemanden? Die Jane zum Beispiel. Sie könnte ja nachher eine Marktarbeiterin. Sie wird Marktarbeiterin, Jane. Und sie kann dann Beeren verkaufen,
unseren Zuschauern, unseren Bewohnern. Ja, und früher oder später müssen wir dann auch noch ein Wohngebiet auszonen und nur dort bauen sie nachher Wohnhäuser. Das finde ich auch extrem cool und das bauen sie dann separat von allein. Also jeder für sich. Aber das wird dann erst ziemlich sicher der Fall sein, wenn wir die ersten neuen Bewohner, wenn die ersten neuen Bewohner zu uns finden. Und das ist auch noch cool, um dann zu schauen, wo der Spawnpunkt ist, weil wenn die laufen dann immer am gleichen Ort und dann gibt es dann so ein Weg. Das ist cool. So, der Brunnen ist fertig. Und der Markt ist ebenfalls fertiggestellt. Tipptopp. So, jetzt müssen wir hier anklicken. Jetzt können wir hier im Slot 1 werden die Beeren verkauft. Ja, jetzt haben wir Gold bekommen. 100 Gold. Jetzt haben wir schon fast 400 Gold. Oha, ihr habt dann. Uiuiuiui. Ah, schau jetzt. Ein Dorfbewohner. Zwei Dorfbewohnern fehlt es an Platz für Wohngebiete. Okay. Jetzt sind es schon Leibeigene. Obacht! Eine Botschaft aus dem Königreich. Das Königreich erkennt ihre Bemühungen bei der Gründung ihrer Siedlung an. Ich bin nur ein bescheidener Diener. Jawohl. Jetzt haben wir 6 neue Gebäude freigeschaltet. Jetzt können wir Wohngebiet machen. So. Und jetzt, das ist das, was ich bei mir im Test ein bisschen verchillt habe. Jetzt können wir hier Wohngebiet ausstecken. So ist da. Ah, da ist das so ein bisschen rötlich. Ja, jetzt tun wir mal in diesem Bereich tun wir jetzt mal Häuser bauen. Zack, und jetzt sehen wir schon, es haben sich da schon entschieden, da bauen sie ein Haus und da. Oh jo, und da hinten gibt es auch noch gerade ein Haus. Tipptopp. Und jetzt brauchen wir ziemlich sicher dann bald mal ein Sägewerk. Ah, jetzt könnten wir mal schnell schauen. Handelsroute. Brauchen wir Bretter. Um diese Handelsroute freischalten, brauchen wir Bretter. Okay, das heisst, wir brauchen ein Sägewerk. Und ich denke, ein Sägewerk bauen wir am besten in der Nähe vom Holzfäller. Da. Das? Die Chain. Sie ist Marktarbeiterin. Ein kleines Warenlager im Dorfzentrum. Ja, die sind da fleissig am Bauen und am Häuser bauen. Schau mal, jetzt gibt es da dann auch noch ein Strössli drauf. Das ist so cool. Jetzt mal schauen, ob man vielleicht irgendwo schon sieht, wo sie dahergekommen sind, die neuen Dorfbewohner. Nö. Also ich finde, das Spiel ist schon sehr, sehr herzig. Und wie gesagt, eben, es ist Early Access, aber es gibt schon einiges an Inhalt. Also ich denke, wir werden da noch vieles zu sehen bekommen. Und jetzt da. Ich denke, das ist sogar perfekt für die Beendigung der ersten Folge. Das erste Wohnhaus ist erstellt worden. Und ja, ich würde sagen, wir haben einmal einen ersten Einblick bekommen in das wirklich witzige Aufbauspiel Foundation. Und ja. Ich würde sagen, geben wir doch Feedback, ob ihr zufrieden sind, so wie in die Richtung, wie das geht mit dem Let's Play. Oder ob, vielleicht habt ihr auch noch Tipps oder habt Ideen oder so, die wir könnten machen oder umsetzen. Und sonst lasst euch einfach noch, wenn ihr wollt, ein Like da, ein Abo, was auch immer. Würde mich freuen und dann sehen wir uns sicher in der zweiten Folge wieder von Let's Play Foundation mit dem MJ.
Ciao zusammen.